Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Da sind noch Erdbeeren, aber die hole ich mir jetzt nicht. Das Schwein da hinten ist immer noch da. Die spawnen Tiere eigentlich auch, oder? Moment, ich trinke mal ganz kurz was. Ach, so ein schönen Energy. Könnte man auch während der Aufnahmepause machen, aber wir wollen ja nicht zu normal sein. Ich wollte eine Workbench. Ich sag's irgendwie immer auf Englisch. Keine Ahnung warum. Und den Ofen kann ich da eigentlich gleich neben dran stellen. Die Kohle wieder rein. Weißt du was? Da braten wir gleich mal ein bisschen was. So. Irgendwie. Wie ging das? Kappender-Blöcke. So geht das. Aber wie macht man nochmal? Ich probiere es erstmal mit einem. Aber wie macht man diese Dreiecke nochmal? Nein. Jetzt fehlt genau einer. Okay, ich müsste mich halt dann nochmal informieren, wie man das macht. So. Kappen der Treppe, ich weiß nicht. Zusammenklappbarer, was? Ich kann auch erstmal eine Tür machen. Die kann man von außen setzen, genau. Die kriegt dann noch eine schöne Textur. Jetzt brauche ich mir eigentlich erstmal Glas. Ah, du kannst nur nachts schlafen. Supi. Wir brauchen Glas. Ist hier irgendwo Sand in der Nähe oder muss ich da zuerst? Da hinten ist Sand. Oder? Ja. Da hinten, wenn ich hingucke, verschwindet's. Also müssen wir dann erst runter, aber ich will jetzt irgendwie nur ungern raus. Eigentlich, das mit der Erde hier gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Da könnte man rein theoretisch hier hinten dran einen Garten machen. Oder hier oder sonst wohin. Natürlich sollte man sich erst. Pass auf, wir haben 12 Eisen. Machen wir uns mal eine Hose. Und einen Helm. Da haben wir immerhin schon ein bisschen was an Schutz. Sieht irgendwie aus wie so eine Hochwasserhose, aber gut. Mehr können wir uns, glaube ich, noch nicht machen. Nicht. Yeah. Nein, funktioniert nicht. Die Mod habe ich nicht drin. Kisten. Aber Kisten, genau. Kisten sollte man auf jeden Fall machen. Zwei sollten erstmal reichen, normalerweise. So, da packen wir jetzt mal das ganze Holz rein. Das brauchen wir ja jetzt nicht. Zack, 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 zack. Zack, zack. Die Axt brauchen wir, das Essen brauchen wir auch. Schaufel und Spitzhacke. Hätte ich nicht das ganze Eisen jetzt verbraten, hätten wir uns damit auch schönes Equipment machen können, aber ja. Schutz ist natürlich auch ganz gut. So, die Schaufel und die wird auch bald auseinanderfallen. So, und da es jetzt dunkel ist, können wir auch schlafen. Mit der Tür fühle ich mich echt beschützt. Also, wow. Da muss ich mir noch eine Textur überlegen, denn wer es nicht kennen sollte. Oh. Man kann den Türen. Ich demonstriere das mal hiermit. Eine Textur geben. Natürlich sollte man auch genug Holz haben, damit man beiden Teilen eine Textur geben kann. So. Die sieht nicht mal so schlecht aus. Die kann man ja erstmal so lassen. Ich glaube, man kann sie auch nur wieder entfernen, wenn man es entweder kaputt macht oder mit dem Zimmermanns Hammer und dem Meißel. Aber das kann ich leider noch nicht. Da habe ich das Crafting-Rezept noch nicht so im Kopf. Aber erstmal hole ich mir ein bisschen Erde.
indem ich hier einfach Platten mache. Hier kann man auch einen kleinen Garten draus machen. Das ist auch gar kein Problem. Das stört die Nachbarn auch gar nicht. Ich trage nämlich einfach jetzt mal hier so eine Schicht ab. So, weg damit. Das ist eine schöne Agrarfläche hier. Vielleicht mache ich hier auch Tiergatter hin oder... Ja, was kann man noch alles hinmachen? Ja, entweder Felder oder Tiergatter. Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr besser finden würdet und was euch mehr gefallen würde. Ich trage jetzt hier nicht alles ab, sonst... Wieso renne ich nicht? Doch, ich renne. Okay, 64 Erde. Und 3 Erde. Aua, 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 aua. So. Da hinten ist eine Höhle. Da will ich aber nicht hin. Ich will nur den Sand. Mehr will ich gar nicht. Oh, Wildschweine greifen nicht an, oder? Man weiß es nicht. Aber das ist so hell mit dem Shader. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Sand. Aber ich nehme lieber ein bisschen mehr mit, als dass wir dann nochmal kommen müssen. Du sagst es. Das kann weg, das kann weg. So. Ich glaube, das müsste erstmal reichen. Wir markieren uns das vielleicht mal. Oh. Genau deswegen noch eine Schaufel. Ich hoffe, ich finde jetzt allen Sand, aber ich laufe hier einfach mal durch. Wie viel müsste das sein? 64? Ja, reicht. Dicke. Nein, dich lasse ich leben. Ist da eine Schlange? Nee. Wildschwein kann man doch bestimmt auch hier essen, oder? Ich meine, die kann man ja auch so essen, aber... komme ich da vielleicht besser durch? Ich habe den Timer vergessen. Wieder mal. Gerade durch einen beherzten Blick mitbekommen. Ach, schon wieder ein Röhrer. Kommt mal hier hoch. Oh, oh Gott. Nein! Obwohl. Ja, das sieht gut aus. Hey, das sieht ja ganz gut aus hier. Dann kommen wir hier. Och nö, Mist. Das Problem ist nur... Ja, das auch. Baum ist vielleicht doch leicht störend. So, jetzt klatsche ich das hier mal rein. Zack. Und mache ja gleich mal ein paar Gläser hin. Vielleicht auch Carpentergläser. Aber das geht natürlich erst, wenn wir den Meißel haben. Vorher geht das nicht. Leider. Also man braucht einen Meißel und einen Hammer. Also Carpenters Hammer und Carpenters irgendwas. Ich weiß nicht, was Meißel auf Englisch heißt. Sonst kann man das nämlich nicht bearbeiten. Also ich kriege das hier auch nicht mehr runter, es sei denn, ich mache die Tür kaputt. Und das will ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt. Aber was ich machen könnte, ich könnte fürs nächste Mal, der Server läuft ja weiter, das ist der Vorteil. 1, 2. 1, 2. Da machen wir uns viel, wir werden viel mit Carpenter machen, sehr viel. Ich liebe es, dass man so verschiedene Formen machen kann. Das ist echt geil. So, machen wir mal Folgendes. Wir haben jetzt wieder 64 Erde. Das ist schön. Ich glaube, ich müsste die Aufnahme auch langsam mal beenden. Ich kann es in etwa einschätzen, weil mein Handy wird dunkel nach einer gewissen Zeit. Dann kann ich ungefähr... Obwohl, was mache ich hier eigentlich? Ich habe doch hier hinten... allen Platz der Welt zum Anpflanzen. Ja gut, vielleicht nicht allen Platz der Welt.
Hier mache ich Wasser. Da müssen wir dann aber erstmal Wasser holen. Strawberry Seeds. Und ich habe ja noch welche abgelegt in die Kiste. Irgendwie habe ich meine Renntaste vertauscht oder weggemacht. Das ist blöd. Zack. 22 Strawberry Seeds. Na, Mist. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt noch in der Aufnahme machen soll. Weil die ploppen mir hier raus ohne Wasser. Ich habe aber kein Eisen mehr, da ich Schlaumeier das Eisen komplett aufgebraucht habe, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, mal eine ganz dumme Frage. Wo ist der dritte Rucksack? Nein, ich habe kein Eisen mehr. Verdammt. Tja, da bleibt wohl nicht viel Wahl. Dann müssen wir jetzt in die Höhle. Gehst du raus jetzt? Dann müssen wir jetzt in die Höhle und müssen Eisen beschaffen. Da würde ich aber am allerliebsten alles da lassen, was man nicht unbedingt braucht. Auch die Samen, auch das Feuerzeug. Die Hälfte vom Essen vielleicht, dass wir, wenn wir sterben, was haben. Die Fackeln, ja, die lasse ich mal komplett da. Also nehme ich mal komplett. Die Ho lasse ich da. Und der Rest ist ja eigentlich egal. Ich müsste halt wenigstens wissen, wo... Okay, hier kommt man schon mal runter. Hier kann man mit... Karten da arbeiten. Vielleicht unter unserem Haus. Das wäre nice. Wenn wir hier eine Höhle finden würden. Aber vielleicht mache ich auch so einen Vorratskeller. Scheint nur ein ganz normaler Berg zu sein. Manchmal hat man da aber auch Glück. Immerhin eine Höhle. Die beste Entscheidung, die man treffen kann, einfach mal in irgendeine Höhle reinspringen. Wieso mache ich das eigentlich mit Stein? Höre ich schon irgendwas? Also ich glaube, die Folge ist schon um. Ich sehe nichts mehr. Mal durch auf gut Glück. Nein. Nein. Auch nix. Pass mal auf. Ich mache mal folgendes Prinzip. Wenn da nichts ist, dann kann hier eigentlich auch nichts sein. Vielleicht bin ich einfach nur blöd und spiele mit meinem Leben, aber... Es kann doch nicht sein, dass hier nirgends eine Höhle ist. Aber wir müssen auch irgendwie wieder hochkommen, ne? Also so ist es nicht. Wir sind schon mal auf Redstone-Höhe. Ist es Redstone? Nee. Wenn wir jetzt so eine Mega-Höhle erwischen, sind wir tot.
Das hätte sich dann auch gelohnt. Irgendwann muss ja auch mal das Ende kommen. Das ist das Problem bei der Sache. Wenn man eine Höhle sucht, findet man keine. Wenn man keine Höhle gebrauchen kann, ich grabe es einfach mal in die Richtung. So. Ich höre doch irgendwas klackern. Oh, Salz gibt Punkte, okay. Da vorne ist eine Höhle. Dann grabe ich mich mal drauf zu. Geil. Wir haben keine Workbench dabei. Ja, wir sind gezwungen, nach oben zu gehen. Aber wir sind schon ein ganz schönes Stück weit gekommen. Jetzt muss ich mich nur wieder nach oben bauen. Ich hoffe, die Erde reicht. Vielleicht hätte ich Leitern mitnehmen sollen. Das wäre schlau gewesen. Ich mache hier alle paar Meter mal einen Block hin. Da ist irgendwo eine Höhle. Aber ich gehe erstmal nach oben. Hä? Hä? Die Musik passt super. Hier kamen wir her. Mich verarschen? Oh, es ist dunkel. Noch hat er mich nicht gesehen. Da ist er. Lasst mich in... Nein, ich sterbe. Nein! Nein! Oh, Mann. Das darf doch nicht wahr sein.